Hallo, willkommen bei Klaus Grill, Feins Grill Barbecue. Heute ist was Cooles, wir machen heute einen Brandenburger Knochentopf und wie man den macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen im schönen Brandenburg. Das ist natürlich Glattilogen. Das Video findet noch in Baden-Württemberg statt, obwohl ich, wenn das ausgestrahlt wird, schon längst in Brandenburg wohne. Von daher viele Grüße aus der alten in die neue Heimat. So wollte ich schon mal machen. Das ist fast so, als ob man sich mit 10 Jahren ein Video an sein älteres Ich dreht. Ne? Also ja, also viele Grüße nach Brandenburg an der Stelle. Gucken, ob ich es mal anschaue. Ja, Zutaten brauchen wir ein bisschen. Ich habe hier so 400 Gramm Tomaten. Das sind jetzt Pflaumentomaten. Kannst du Tomaten nehmen, muss ja keinen besonderen Namen der Sache geben. Dann habe ich ein bisschen Barbecue-Gewürz. In dem Fall so ein klassisches Grill-Gewürz, den Oldschool-Griller-Paprika. Also wir sagen, du kannst praktisch jede Würzmischung nehmen, die du ganz gerne an Lackensteaks dran hast, weil das ist so ein sehr rustikales Gericht und das kommt mit ganz einfachen Gewürzen aus. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr euch das natürlich immer nachmischen. Da findet ihr das Rezept auf meiner Homepage oder ihr könnt es euch kaufen. Auch das verlinke ich euch hier drunter. Was ihr macht und wie ihr das macht, sei euch immer wieder selber überlassen. Dann habe ich hier noch wunderschöne Rippchen. Guck mal, die will eine schöne Marmorierung haben. Siehst du das hier? Knüller, oder? Das sind in dem Fall hellische Rippchen, die in einem Brandenburger Topf reinkommen. Kann durchaus sein. Hab hier noch wie viel sind das? Ungefähr ein Kilo. Habe hier noch so 500, 600 Gramm Ochsenschwanz. Den habe ich mir bei Klick im Grill bestellt. Ja, schönes Produkt. Geil. Kommt richtig schön Geschmack raus. Dann habe ich hier noch eine Tasse Kaffee. Die hat meine Frau selber aus der Kaffeemaschine rausgelassen. In so einem großen Pott. Dann hier so einen halben Liter Wasser, zwei Spitzpaprikas klein geschnitten und ganz da vorne, das sind noch Zwiebeln. Und zwar sind es in der Zahl 6 Stück, wenn ich es weiß, halbiert. Ne? Und natürlich, wie immer, wenn wir grillen, habe ich hier noch ein scharfes Messer und ein Brett. Und hinter mir ist ein Dutch-Ofen. Ja, ich habe jetzt als Dutch-Ofen den großen 14er Chemchef hier stehen, direkt auf dem Gasgrill. Da wird es natürlich die Puristen wieder schaudern und die werden sagen, nein, du musst doch den Gasgrill mit Briketts betreiben, den Dutch-Ofen mit Briketts betreiben und da wäre ich ja schon wieder nötig zu sagen, nein, das darf man auch nicht. Also, wie man einen Dutch-Ofen betreibt, ist letztlich völlig ideal, weil vom Geschmack her macht das keinen Unterschied und jeder, der sagt, dass ein Dutch-Ofen richtigerweise mit Briketts betrieben wird, liegt eh falsch, weil original wird so ein Ding nämlich in einem Lagerfeuer betrieben und zwar in der Glut von einem Lagerfeuer, wo man es reinstellt und so Glut auf den Deckel macht. Und die Dinger kommen aus dem Wilden Westen, deutsche Auswanderer hatten die Dinger mit dabei. Und deshalb heißen die Dutch, weil man Deutsch nicht richtig aussprechen konnte. Also nicht holländisch, sondern von deutschen Aussiedlern. Deutsches schwarzes Gusszeug kommt das. Die haben sicherlich keine gepressten Grillbriketts dabei gehabt. Weder aus Kokos, noch aus Buchenholz, noch irgendwo aus Bambus. Sondern die haben die Dinger im Lagerfeuer gemacht. Und wir leben im Jahr 2017, wo das Video gedreht wird. Und da haben wir einen Gasgrill. Und deshalb bin ich auch so frei, das auf dem Gasgrill zu verwenden. Was hast du jetzt da drunter, unter dem Dutch-Ofen? Da habe ich jetzt bloß eine Gussplatte drunter stehen, weil der hat Füßchen drunter. Und wenn die Füßchen auf dem Gussrost stehen, dann ist so viel Spannung auf dem Gussrost, dass der eventuell reißen kann. Und deshalb ist es besser, so eine Platte runterzustellen und logischerweise eine Platte, die nicht brennen kann. Also eine schicke Holzplatte wäre jetzt ziemlich doof, weil die fängt ja wieder an zu fackeln. Ja, genug der Erklärerei. Jetzt werden wir anfangen mit unten dem Gemüse. Also wir legen unser Gemüse rein und ihr hört überhaupt nichts zwischen. Das hat was damit zu tun, dass wir die ganz locker einfach anschmoren werden. Ohne hier große Äußerungen zu erzeugen. Direkt darauf kommen unsere Tomaten. Auf die Tomaten verteilen wir so gleichmäßig, ungleichmäßig unser Fleisch. Und wenn ihr euch fragt, wann kommt denn die Würze? Die kommt jetzt, wird die einfach locker drüber gestreut, weil nachher eh alles miteinander zusammen da drin schön vor sich hin köchelt. Da werdet ihr völlig quatschen, vorher alles einzureiben. Das bringt dir keinen großen Vorteil. So, und jetzt würzen wir mit, ich schätze, so 3, 4 großzügigen Esslöffel, vielleicht sind es auch 5 von dem Paprika-Gewürz da oben drüber. Sehr schön. Geben dann mal unseren Wasser dazu. Und als Heimzutat natürlich den Kaffee, weil wir haben sie jetzt nicht angeröstet und haben deshalb keine Röstaromen drin. Aber in so einem Kaffee, der hängt voll mit Röstaromen, weil natürlich die Kaffeebohne geröstet wird. Und wenn das nachher alles zusammenkommt, kriegt man witzigerweise so diesen Kaffeegeschmack, diesen geröstete Kaffeebohne. Kaum von angeröstetem Fleisch auseinanderhalten. Und deshalb ist immer ein guter Trick, wenn man nur mit den Röstaromen drin haben will, gibst du eine gute Tasse Kaffee zu und so auch hier. So, jetzt drücken wir das noch ein bisschen fest, dass wir ungefähr so eine gleiche Masse haben und das nicht schön so hoch steht. Ja, so habe ich es gleichmäßig runtergedrückt und jetzt kommt der Deckel drauf. Und
Hier kommt der Deckel auch runter. Wir gucken, dass wir jetzt so ungefähr 200 Grad hier drin haben. Das ist bei dem Breuking Riegel ungefähr Brennerstellung aller an auf kleinster Kraft. Und lasst jetzt 3 Stunden drin. Wir werden zwischendurch mal nachgucken und werden immer wieder schluckweise Wasser aufkippen, weil wir werden doch eine gewisse Verdunstung dabei haben. Und wenn er trocken läuft, dann wird es uns unten anbrennen. Deshalb macht es Sinn, immer mal hin und wieder einen kleinen Schluck Wasser dazu zu geben. Das waren jetzt sehr quälende 3 Stunden, weil ich könnte euch vorstellen, der Geruch, der da rauskam, war phänomenal. Und wenn wir mal reingucken, siehst du das? Oh, das passiert. Ich habe noch 2 Mal durchgerührt und habe noch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen Wasser aufgegossen. So, naja, ungefähr ein halber Liter, halber, dreiviertel Liter ist immer dazugekommen. Und jetzt haben wir diese schöne, also das hat sich jetzt alles schön zersetzt, das Fett ist ausgedreht, der ganze Geschmack ist jetzt hier drin. Und dadurch, dass wir so viele Knochen drin hatten, kann man natürlich einen richtig schönen tiefen Geschmack da im Fleisch. Und da mache ich mir jetzt mal einen Teller fertig und koste. So, dann nehmen wir einfach mit der Kelle mal hier gleich so ein schönes Stückchen Ochsenschwanz. Du siehst, wie sich das hier zerlegt. Oh, geil. Und ein paar Stückchen Rippchen noch dazu. Und hier schön die Soße. Die wir gleich über so Nudeln geben. Oh, ein Festmahl. Geil, oder? Der feine Herr. Heute mit Messer und Gabel, ne? So nochmal sagen, immer mit der Hand. Ja. Aber wisst ihr, ich kann die Messer und Gabel auch weglassen und so Knochen, die kann man durchaus mal in der Hand nehmen. Wenn mir abfällt. Aber gut, nach 3 Stunden. Genau wird erwartet man von so einer Landküche. Nehmen wir mal hier die Soße, so ein bisschen Nudeln mit den Tomaten. Und das ist Essen, was glücklich macht. Und jetzt hier, also kommt noch mal ein Stück Ochsenschwanz dazu. Mal gucken, hier sind noch ein bisschen Knochen dran. Heißt nicht umsonst Knochentopf. Und ich sag mal so, also der Brandenburger Knochentopf ist nicht die schlechteste Alternative zum Osobuco. Weil Osobuco wird ja so ähnlich gemacht, nur aus einer Beinscheibe. Und der wird jetzt halt aus dem Rinderschwanz gemacht. Und natürlich aus den schönen Rippchen. Und dadurch hast du ja nicht nur Rindfleisch, sondern auch Schwein dabei. Und hier, wenn du siehst, mit der Soße, mit den, oh, alle so schön zusammen. Also ist ziemlich geil und ein ganz rustikales Gericht, was eigentlich in jeden Dachofen dieser Welt gehört. Oder ein Römertopf, aber auch zumindest auf dem Grill oder in den Kohlen, je nachdem, wie ihr wollt. Wenn ihr Spaß hattet an dem Video, würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar oder über ein Abo, entweder bei Klaus Grillt oder bei einfach Klaus. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus Grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Geil.